Wie Sie sehen, gibt es kaum eine Berufsgruppe im öffentlichen Dienst, die nicht von Beleidigungen und Angriffen betroffen wäre. Immer mehr Menschen, die ihren Dienst für die Bürgerinnen und Bürger leisten, haben daher Angst in ihrem Job. Sie fühlen sich als Zielscheibe für Gewalt und blinden Zorn und finden oftmals bei ihrem Arbeitgeber nicht die Unterstützung, die sie sich erhoffen. Bei der Bundesstadt Bonn ist das seit Jahren anders. In Bonn haben wir, die Oberbürgermeisterin Katja Dörner, der Stadtdirektor Wolfgang Fuchs, stellvertretend für den Verwaltungsvorstand, Andreas Leinhaas, Leiter des Personal- und Organisationsamtes und der Personalrat, vertreten von Tanja Brinkmann, Christoph Busch und mir, vor Jahren das erste Mal eine Grundsatzerklärung für eine gewaltfreie Arbeitsumgebung aufgesetzt, die jetzt nochmal überarbeitet wurde. Unsere Stadtverwaltung ist ein gewaltfreier Ort. Wir weigern uns, Gewalt am Arbeitsplatz zu tolerieren. Wir ergreifen alle geeigneten Maßnahmen, um das Auftreten von Gewaltvorfällen und Gefährdungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von Kundinnen und Kunden und von allen anderen Personen in unserem Verantwortungsbereich zu vermeiden. Es gilt daher: Null Toleranz zu Gewalt. Zum Schutz unserer Mitarbeitenden akzeptieren wir keinesfalls jegliche Formen von Gewalt, verbal und nonverbal. Sachbeschädigung. Verbale und nonverbale Bedrohungen. Mitbringen und zeigen von Waffen jeglicher Art. Ausdruck von Gewaltfantasien. Sexuelle Übergriffe oder verbale Belästigung. Stalking. Mobbing. Werden durch diese Handlungen Straftaten verwirklicht, verpflichtet sich der Verwaltungsvorstand zu einer konsequenten Ahndung. Opfern von Gewalt am Arbeitsplatz kommt eine professionelle Nachsorge zu. Die Oberbürgermeisterin, der Verwaltungsvorstand, der Personalrat und die Vorgesetzten sind für die Umsetzung der Grundsatzerklärung gegen Gewalt am Arbeitsplatz verantwortlich. Melden Sie sich bei uns. Trauen Sie sich. Haben Sie keine Scheu. Wir stehen hinter Ihnen.